jedenfalls hat der Holländer, der Mann, der im Vorjahr aus Kerkrade kam, sich das Leder zurechtgelegt. Oh, weia. Da will er es zu gut machen, zu platziert schießen und schießt vorbei. Und der Schiedsrichter schaut jetzt auf die Uhr. Lässt er die Schalker noch mal bis vor das gegnerische Tor kommen? Die Antwort ist der Schlusspunkt. Eine dramatische Fußballnacht von Santa Cruz de Tenerife geht zu Ende. Ich glaube, sie gehen alle zufrieden nach Hause. Natürlich die Tinerfeños, die Blanco Azules, die den 1:0-Sieg über den siebenmaligen deutschen Meister FC Schalke 04 feiern. Neben den Dauerverletzten Max und Mölder fiel im Rückspiel auch noch Duli aus. Nach 68 Minuten Eckball Thon, Thomas Linke mit dem 1:0. Die Hinspielniederlage damit egalisiert. Thomas Linke und sein zweiter Treffer im laufenden Wettbewerb. Danach lieferte Schalke eine taktische Meisterleistung ab. Mit viel Geduld und Disziplin beherrschte der Gastgeber Valencia über die gesamte reguläre Spielzeit. Und dann folgte blau-weiße Glückseligkeit in der Verlängerung. Diesmal Freistoßton. Marc Wilmots, 107 Minuten waren vorbei. Die Entscheidung gefallen. Der Einzug ins Finale damit perfekt. Und so ging der königsblaue europäische Traum weiter. Der FC Schalke 04 gewann mit 2:0 nach Verlängerung gegen CD Tenerife. Der Rest war pure Euphorie. Das Erreichen des UEFA-Pokalfinales gegen Inter Mailand verschaffte selbst bei den königsblauen Schalkern dem Wort Euphorie eine völlig neue Bedeutung. Schon 3 Stunden vor dem Anpfiff wurden die Pforten der Arena geöffnet, um mit einer bunten Fanfete die Anhänger der Knappen richtig in Stimmung zu bringen. 300.000 Kartenvorbestellungen gingen auf der Schalker Geschäftsstelle für dieses Finalspiel ein, aber nur 56.824 fanden darin Platz. Zum erhofften Einsatz des wiedergenesenen Stürmers Martin Max von Beginn an kam es allerdings nicht. Ihm fehlt noch die Kraft für 90 Minuten, sodass Trainer Huub Stevens wieder auf Lattal und Wilmots in der Spitze setzte. Und die Schalker in Blau von rechts nach links hatten auch die erste Möglichkeit. Mike Büskens, Jerzy Niemetz auf Marc Wilmots. Doch der erfolgreichste Spieler bei den Schalkern, im UEFA Cup traf er bereits 4-mal, verzog hier noch knapp. Mit einem Beinschuss an dem erfahrenen Bergomi, immerhin Weltmeister und zweifacher UEFA-Pokalgewinner, leitete Mike Büskens diese Möglichkeit ein.
Roy Hodgson, englischer Trainer bei Inter, sah seine Millionentruppe auch in der Folgezeit weiter in die Defensive gedrängt. Schalke kontrollierte das Spiel, versuchte das Abwehrbollwerk von Inter zu knacken, blieb nur im Abschluss. So wie hier Ingo Anderbrügge, zunächst ohne Erfolg. Ruhe bewahren, das Erfolgsrezept der vorangegangenen Begegnung galt auch heute. Und Schalke erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. Olaf Thon, 25 Meter, doch erneut Paljuka sicher. Auch für den Schalker Kapitän ist der Einzug in das UEFA-Cup-Finale neben der Weltmeisterschaft 1990 der größte internationale Erfolg. Inter Mailand hatte im ersten Durchgang nur eine einzige Chance durch Maurizio Ganz. Der 1,73 Meter kleine Stürmer, der Italiener, ohnehin der erfolgreichste Spieler mit 8 Toren in diesem Wettbewerb. Mit dem 0:0 zur Halbzeit, aber nicht nur die 4.800 Inter-Tifosi zufrieden. War ein sehr gutes Spiel. Ich denke, dass Schalke besser war als Inter. Im zweiten Durchgang verstärkte Huub Stevens dann die Offensive, nahm Mike Büskens vom Platz, brachte Martin Max. Und das beflügelte die Schalker im wahrsten Sinne des Wortes. Nur 3 Minuten nach der Einwechslung, Marc Wilmots, 20 Meter, das 1:0. Paljuka viel zu weit vor dem Tor, wunderbar ausgenutzt von Marc Wilmots. Dabei blieb's auch nach 90 Minuten. Schalke bleibt auch im 6. UEFA-Pokal-Heimspiel ungeschlagen und hat damit in 14 Tagen die große Möglichkeit, zum ersten Mal in der 93-jährigen Vereinsgeschichte einen internationalen Titel zu holen. Wir haben von geträumt, haben es jetzt geschafft, 1:0. Das war sehr wichtig. Und jetzt wird man sehen, was in 19 Minuten noch in Mailand passiert. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, wenn wir so kämpferisch mitmachen. Man sieht, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und wir haben uns hier sehr viel Selbstvertrauen geholt in dem Wettbewerb. Und jetzt wollen wir das letzte Stückchen auch noch schaffen. Herzlich willkommen im Giuseppe Meazza Stadion in San Siro. Wir reiben uns immer noch ein bisschen verwundert die Augen. Aber es ist wirklich wahr, ein Fußballtraum soll in Erfüllung gehen. Schalke Inter, die zweite. Und die Schalke haben das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Und San Siro ist pickepacke voll mit offiziell 81.675 Zuschauern. Und davon, wir haben sie nicht genau nachgezählt, aber ich tippe doch mal drauf, an die 20.000 Blau-Weiße gegen die Restlichen. Das sind die Blau-Schwarzen. Und ich sag's Ihnen, die Blau-Weißen, die sind sehr, sehr laut, sehr, sehr enthusiastisch. Sie wollen ihre Mannschaft zum Erfolg schreien. Und die Italiener machen wirklich jetzt Anstalten zu dem, was man so kriegerisch die Schlussoffensive nennt. Möglichkeit jetzt wieder, nachdem eine Ecke in den Strafraum schwebt. Aber die Schalker befreien sich. Andreas Müller gibt dann auf Martin Max. Aber dann ist doch die Rettungstat im Spiel. Und der Ball wird von Pistone zurück auf den eigenen Keeper Paljuka gespielt. Jocelyn Angloma in der eigenen Hälfte auf Zanetti. Da kommt nochmal der Ball, der eingewechselte Angloma. Da stehen sie am Strafraum. Ganz wird angegriffen von Johan de Kock. Führt den Ball ganz eng am Fuß. Gibt dann weiter auf die linke Seite zu Pistone. Der im Zweikampf mit Lattal und das gibt Einwurf für Internationale Milano. Etwa in der Mitte der Schalker Hälfte, ganz zurückgespielt auf Angloma. Der wird bestimmt flanken. Hoher Ball in den Strafraum. Zamorano kommt zu Fall, das war kein Elfmeter, meine Güte. Zuschauer regen sich viel zu sehr darüber auf, dass der Schiedsrichter auch unfaire Aktionen ihrer eigenen Mannschaft konsequent ahndet. Und für mich ist es ein guter Unparteiischer gewesen. Also, jetzt sind noch zu spielen 6,5 Minuten normaler Zeit. Das wird noch länger dauern, Sabine, bitte. Sollte es auch der große Triumph von Huub Stevens werden, der 7 Monate gerade Coach des FC Schalke 04 ist und der jetzt wieder eine tolle Rettungstat per Kopf von Thomas Linke sieht. Dieses Schalker Kollektiv, das mal locht mal wieder so richtig brillant, wie es auch der Erfolgsmanager Rudi Assauer immer wieder fordert, natürlich auch wünscht. Das ist heute so ein Abend, dieser 21. Mai 1997. Er könnte Schalker Geschichte schreiben, aber es haben